Der Strauchdieb. Genau. Eine schöne Raubfliege. Ja. Mit einem großen Bart. Ja, diese Haare dienen dazu, die Beute abzutasten und so festzustellen, wo sie hineinstechen kann. Ja, ja, ja. Und er ist wirklich ein Räuber. Sie fressen Fliegen, Schnaken, Zikaden. Und, die Larvenentwicklung, die ist im Boden. Und auch die Larven, die fressen andere Insektenlarven. Ja, er ist wichtig. Ja. In der Ökologie. Er sorgt sicher für ein gutes Gleichgewicht. Das muss sein, hä? Ja. Irgendjemand muss diese lästigen Fliegen loswerden. Also. Erstaunlich ist, dass auch Zikaden zum Speiseplan gehören. Ja. Ich glaube, die sind sonst nicht so beliebt, oder? Nein. Die Zikaden. Ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich höre, dass eine Zikade. Ich habe das gelesen. Auf dem Speisezettel steht hier ein ausgeblichener Distelfalter. Genau, ja. Er war wahrscheinlich zu viel an der Sonne. Ja, und er hat die Sonnencreme oder den Schutzfaktor falsch berechnet, oder? Genau. Und er sollte eigentlich unsere Geräte reinigen. Ja. Also wir ahnen Fürchterliches, oder? Ja, er war gar nicht motiviert. Das ist ein etwas schöneres Exemplar. He? Ja, die Farben sind schön. Sind intensiver. Ja, und das ist der Subunternehmer. Genau, der graugrüne Schenkelkäfer. Ja, und er stellt sich dumm. Er hat uns mitgeteilt, dass er das nicht verstanden hat mit dem Reinigen von unserer Gerätschaft. Sie sind klein, sie sind etwa 8 bis 11 mm. Aber eigentlich weit verbreitet und bei uns noch ziemlich häufig. Und er gehört zu den Scheinbockkäfern. Und so wie es aussieht, ist das ein Weibchen. Ja, wegen den Schenkeln. He? Ja. Die sind die Hinterbeine haben. Nur dünne, schmale Schenkel, also Oberschenkel. Genau. Das muss am Morgen sein. Das Licht war noch etwas milde, nicht so grell. Und sie ist hungrig. Genau. Und das wäre jetzt das Männchen. Ja, man sieht das an den Hinterbeinen. Ja, sie die Oberschenkel sind wieder etwas, etwas protziger. Aber sie sind natürlich auch wichtige Bestäuber. Ja, sie schleppen den Blütenstaub. Ja, die gehen auch von Blüte zu Blüte. Ja. Ja, eine schöne Blume. Was für eine, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Und da kommt schon ein Gast, ein Hungriger, eine Biene, so wie es aussieht. Eine Unbekannte. Ja, aber die Zunge schon draußen und tief im Nektar. Ja? Genau. Und sie hat extrem lange Fühler. Und dicke. Genau. Gibt es Hornbienen? Das habe ich geschaut, aber die haben noch längere Fühler. Mhm. Es gibt auch noch Zottelbienen, aber
aber ich war mir nicht sicher, ob es eine Zottelbiene ist. Darum bleiben wir lieber bei Unbekannt. Ja. Hat sie einen Rüssel oder ist das die Zunge? Ja, das ist die Zunge, ja. Ja, ja. Ja. Das ist interessant. Ein Nützling. Ja, das ist die Larve vom 22-Punkt-Marienkäfer. Man sagt ihm auch Pilz-Marienkäfer. Und sie fressen Mehltau. Also ein Nützling. Ein Nützling, ja. Und sie brauchen das auch zum Überleben. Den Mehltau. Ja, das ist notwendig für sie. Ja. Hier haben wir schon den kleinen Käfer. Sie sind nur etwa 4,5 mm groß. Und sind noch weit verbreitet, von Europa, Nordafrika bis nach Asien. Also es gibt überall Mehltau. Es scheint ja. Mehltau ist eben ein Pilz, oder? Das ist ein Pilz, ja. Eigentlich für die Pflanze ein Schädling. Natürlich. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass der Käfer ein stinkendes Sekret aus seinen beiden Beinen ausscheiden kann. Also ein Stinkfuß. Wahrscheinlich, ja. Damit er nicht so gut schmeckt. Auf Deutsch ist Schmecken etwas anderes als auf Schweizerdeutsch. Nein, Schmecken ist vom Essen, oder? Ja, ich muss das nachschauen. Jetzt habe ich die Punkte nicht gezählt vom Käfer. 22 hat er. Ja, ich wollte schauen, ob er schummelt. Eine Weichwanze. Ja, die Zweifleck-Weichwanze. Das war einfach ein schönes Bild. Ja. Sie ist weit verbreitet, aber nicht häufig, oder? Ich glaube, ja. Ja, sie ist verbreitet von Europa bis nach Japan. Dass sie Japanisch spricht, ist schon erstaunlich. Das ist erstaunlich, ja, ja. Das ist das Männchen vom Weibchen, ja? Genau, ja. Ziemlich unterschiedlich. Ja, Männchen. Ganz unterschiedliche, ja. Farben. Man würde es kaum glauben, dass sie zusammengehören. Ja, ja. Ja, er entdeckt etwas. Er hat hinten drauf ein Herz, also was hat er entdeckt? Die Dame hier, oder? Jawohl. Ja, und sie hat aufgehorcht. Das ist ein Grashalm, ein Grassamen. Ja? Ich denke, ja. Und die Damen, sie sind schon meistens am Fressen. Ne? Ja. Ja gut, Insekten machen halt einfach nur diese vier Sachen. Ja. Schlafen, fressen, sich putzen und sich verpaaren. Genau. Und hier kommt er schon. Er hat sie gefunden. Und er ist interessiert. Sie nicht. Nein. Nein, sie verjagt ihn. Es gibt sogar unten, man sieht es nicht so gut, es gibt noch ein zweites Männchen unten. Ah ja, das hat es vielleicht schon aufgegeben. He? Das kann sein. Schläft. Muss sich erholen. Wahrscheinlich. Das ist vielleicht ein Jungspund, oder? Das kann sein. Ja, er versucht es immer wieder, aber. Sie ist gar nicht interessiert. Na schau, er kommt wieder.
Das hat sehr lange gedauert. Ja, wir haben lange gefilmt. Ja, und wir haben noch so viel Material von diesen zwei. Ja. Wir haben immer gehofft, aber es kommt so. Irgendetwas geschehen. Ja. Aber sie hat ihn immer wieder verjagt. Ja, wir haben unsere Akkus geleert. Genau. Und sie sind eben klein, diese. Sie sind nur so 6 bis 7 mm. Ja, wenn man den Grashalm sieht, den Grössenvergleich. Ja. Aber schön scharfe Aufnahme. Einfach nicht so nah. Ja, also sie wollte überhaupt nichts von dem wissen. Nein. Das oben, das ist eine Larve. Ah ja, davor ist noch, genau. Ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.